Die Kammer der Alten ist jener altehrwürdige Raum, in dem ich euch begrüße, meine liebsten Leute. Und ja, hier wird gepaart, hier wird synthetisiert, hier wird das Beste herausamalgamiert und ihr seid Zeugen dessen, was hier geschaffen wird. Hallo und herzlich willkommen zu dieser großen Folge hier von Final Fantasy nicht, es ist hier Dragon Quest Monsters 3, genau. So, das ist jetzt schon mal richtig eingeordnet, also ich bin schon mal geistig dort, wo ich sein sollte. Und hier, der ist geistig gar nicht mehr da. Da ist das Gehirn schon zersetzt, aber er macht noch das, was er kann und tun soll. Und zwar Synthese leisten. Ich will einmal kurz gucken. Ich habe mir jetzt am Ende der letzten Folge zum Ziel gesetzt, hier mir meine heilige Liste zu eröffnen, um zu gucken, was denn hier paarungsmäßig noch in die richtige Richtung geht. Und es wird knackig. Es wird schwierig, es wird dahin führen, dass wir hier Monster verpaaren, die wir eigentlich brauchen. Aber bis dahin ist vielleicht noch ein bisschen Zeit. Ich muss erst mal gucken, was wir hier überhaupt haben. Wir hätten einen toten Drachen zum Beispiel. Aber den brauche ich nicht. Was ich brauche, wäre, lass mich mal nicht lügen, ich muss es mir ganz genau angucken, zweierlei. Aber ich glaube, ich komme da nicht dran vorbei, dass ich vielleicht noch ein bisschen was sammeln muss. Das sieht danach aus, dass mir da ein paar Monster fehlen. Wobei, ja, ich muss mal schauen. Ist ja vielerlei, woran wir noch feilen können. Was bräuchte ich denn hierfür? Die Frage, die sich erstmal stellt. Moment. Was habe ich denn überhaupt auf meiner Farm? Ich frage mal ganz kurz den Herren hier. Lass mich mal ganz kurz einen Blick auf meine Monster werfen. Den habe ich also schon. Wir haben sogar eine Statue. Ja, du, gut, der liebe Sir Leopold, den brauche ich auf längere Sicht. Ihn auch. Das sind welche, die kann ich erstmal hinten anstellen. Den echten Armand brauche ich auch nicht gerade. Da müssen wir sammeln. Ich glaube, da müssen wir sammeln. Da fehlt uns was. Ich kann es aber trotzdem noch einmal versuchen. Keine Angaben hier setzen, aber ich glaube, das ist so nicht machbar, wenn ich mir nicht so ein bisschen noch paarungsfähiges Material dazu beschaffe. Haben wir hier in der Form schöne Monster? Kann man nicht anders sagen. Vor allem, ach, hier guck mal, der Baumteufel, den gibt es also doch. Einen Schleimpunk brauche ich tatsächlich auch noch, wenn ich mich recht entsinne. Schokolade. Ah, da will ich jetzt nicht zu viel reinsetzen, was ich so nicht brauche. Schmetti könnte ich damit reinsetzen. Aber ich glaube, Schokolade und Vandroletti, ne, wäre dann da vielleicht auch ganz gut. Da kann ich nichts groß verlieren. Da kann ich nichts verlieren, nee. Machen wir so. Dann habe ich den schon. Wenn das denn ist das der Richtige? Oder vertue ich mich jetzt gerade absolut? Das kann natürlich auch sein. Nee, das ist richtig. Das Ding ist richtig. Ja, dann machen wir das mal. Frostige Klinge, süßer, ja, boah, das ist alles egal, spielt keine Rolle. Zusammengefügt werdet ihr. So, einen hatte ich, glaube ich, auch schon mal gehabt. Boah, das war gigantisch. den hatte ich auch seinerzeit genauso genannt, ne, Sascha Lobo. Komm hier, der hat auch so ein Iro. So, komm, kriegst du den Namen? Du Schleimtüte, du Schleimiger. So, hätten wir ihn. Geht eh auf die Rückbank. Jetzt müssen wir mal gucken. Weiter. Kann ich da noch was weiter dran machen? Ich überlege gerade. Sonst müsste ich vielleicht. So einen habe ich doch auch, oder? Ah, Orkos habe ich schon im Team. Da muss ich da erstmal nachpowern. Dragua. Ey, auch nicht schlecht. Mhm. Habe ich schon mal entscheidend weitergekommen dadurch, weil ich glaube, dass ich da schon alsbald mich behaupten kann. Nur es fehlt noch so ein ganz klein bisschen. Dafür muss ich aber sammeln. Dafür muss ich sammeln. Und zwar brauche ich den in Gelb. Den kann man, glaube ich, auch fangen. Und noch einen Axtsaurier. Aber hatte ich den nicht gehabt? Doch, den. Moment mal. Ja, ne? Dolly Buster und Jekyll.
Machen wir das doch einfach. Charmeur. Teufelskerl, jawohl. Gerne. Jekyll ist, glaube ich, auch aus dem Ei gepult, ne? Ja, komm. Kleiste die zusammen. Hatte ich nicht mehrere davon gehabt? Gigantisch. Jekyll. Falsch geschrieben, ne? Egal. Jekyll. Triple D. Für das lippische Etwas, was da mit drin ist. Jekyll Triple D. Nee, mehr kann ich nie machen. Muss doch so einen doofen Drachen finden. Oder kann ich den auch. Die kann ich doch auch verpaaren. Aber die Frage ist, wie? Nee, Moment, Moment, Moment. Den kann ich auch irgendwo fangen. Ah, das muss aber die Zeit wieder stimmen. Ach, du grüne Neune. Das wird jetzt aber wieder ein Affentheater hier. Ey, wir kämpfen jetzt erstmal. Wir machen das mal so. Wir holen uns da jetzt noch so einen fiesen. Von den fiesen vier holen wir uns ein. So einen General. Klopfen wir weg. Und dann können wir vielleicht im Nachgang nochmal gucken. Und vor allem, Augen offen halten. Obacht, wir brauchen Eier. Wir brauchen güldene Eier. Ganz dringend. Ich brauche dringend ein goldenes Ei. Ich habe Schmacht nach goldenen Eiern hier. Also dafür muss ich jetzt genauer gucken. Die Teile hier, ja. Aber wisst ihr was, da muss ich gar nicht groß gegen kämpfen, denn ich kann die jetzt eh nicht fangen. Aber hier sind doch auch ab und zu mal ein paar schleimig große Metallkönige, die ich hier vielleicht mal ja, wegfeuern kann. Mehr oben. Barriere ist angeknackst, ja. Durch unser Tun haben wir schon einiges gemacht. Was mir weiterhilft. Ja, komm. Der Kampf musste offenbar sein. Eine Gruppe Geulel. Was? Geulel? Das. Was? Das ist die Mehrzahl von Gaul. Geulel? Ernsthaft? Was ist das denn der Fall? Geulel des Grauens. Ja. Grauenvoll niedergestreckt wurdet ihr Geulels. Jawohl. Gucken wir mal zaghaft ums Eck. Da haben wir doch wieder. Ja. So einen kleinen Schrein, da kommt der Machtstrahl raus. Aber was für ein knallharter Strahl, muss man sagen, der da oben rausströmt. In der Gegenwart dieses Strahls müssen auch überall Eier wachsen. Kann ich mir nicht anders erklären. Da sind jetzt Krabben unten. Okay. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Aber Krabben hier unten, das heißt doch, dass es hier irgendwas Schönes gibt. Im Krabbenloch. Oder ist das einfach nur faktisch dazu da, um diese Krabben zu fangen? Krabbenfischer werde ich aber erst, wenn ich die auch rekrutieren kann. Oh, und auch Feuer. Komm. Machen wir es jetzt. Ich kill euch. Krabadabadu. Schöner Name, aber den braucht ihr nicht mehr weitertragen. Ihr seid nämlich tot. Wow, Spezialarznei. Das hat sich gelohnt. Gib mir noch Chrono gleich mal den Heizungsmeister-Bonus. Booster. Ich werde aber echt... Ich werde mich wirklich auf heiße Kugeln setzen, wenn ich dann gleich... hier einen aus meinem Meisterteam wegpaare. Krieg aber Bange. Wie soll ich mich behaupten? Ohne meine starken Kollegen hier. Hier dürfen wir nach oben, ne? Ja. Aha. Aber kein Ei hier. Der für die Apparate. Aber die legen doch bestimmt keine Eier. Wobei, die haben einen Hühnerkörper, ne? Nix. All right. Dann wollen wir uns den nächsten General schnappen. Ich denke, wir sind potent genug, um uns zu beweisen. Vorher möchte ich noch die Schätze plündern. Der Schrein der Macht im Südosten. Ja, die haben natürlich auch immer diese gleichen Gegnertypen überall, die viel zu schnell sind. Dann noch Hammercodes.
Müssen wir mal weglodern. Magie-Explosion. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht haben. Aber okay. Stromstoß. Damit hätten wir auch die weg. Schöner Booster. Da wurde nochmal hochgelevelt. Alles fein, alles gut. So soll das sein. Der Wächter der Schatzkiste. Ja, und er bewacht sie nicht allein. Okay. Der Kampf war unausweichlich. Wenn ich denn an die schöne Schmuckschatulle will, muss ich vorher die Wächter erledigen. Leider wird er viel Magie verschwendet, aber nun ja. Muss offenbar so sein. Der liebe Sir Leopold wächst auch an den Erfahrungen. Und ich muss ja ein bisschen töten, um auch Geld zu kriegen, ne? Stärkesamen, sehr schön. Demnächst muss ich mir mal wirklich ein Monster aussuchen, wo ich die ganze Stärke rein power. Denn es wird ja nicht weiter vererbt, oder doch? Weiß ich nicht, ich glaub nicht. Das wird dann wieder auf Null gesetzt. Bei der Paarung. Vernichtet. Da gibt es noch einen Booster. Durch den wundervollen Schleckerstopp. Stock oder Stab oder was auch immer. Da unten ist der Thron. Da muss ich nicht hin. Also auf der anderen Seite nochmal schauen. Und dort wirken wir die Magmawelle. Stecken einen Faustwirbel ein. Aber stupsen mit viel Energie zurück. Schmor. Sehr schön. Genau so soll das sein. Was finden wir hier unten? Das sind aber wirklich die Gegnertypen, denen man am schlechtesten entgehen kann. Also da sind die Kämpfe ja fast schon vorherbestimmt. Ich gebe mein Bestes, so ein bisschen auch zu vermeiden, dass wir hier noch mehr MP verlieren. Aber die Talente haben, die müssen wir natürlich nehmen. Also das ist hier fast obligatorisch. Zu viel einfach. Vor allem, die wachsen hier in Sekundenschnelle wieder nach, die Dinger. Ach, hey. Gerechter Regen. Sehr schön. Dann teilen wir noch mal ordentlich aus. Und betriefen uns mit schönen Tröpfchen. Der Feind bezwungen. Das gefällt mir. Okay. Puh. Aber Moment, ich wollte doch noch ganz schnell P geben. Das geht aber schnell. Alles klar. Dann eben so. Oh, Chrono. Chrono, bist du doch. Der verlorene Prinz kehrt zurück. Man nennt mich Sir Galahad, der schreckliche Souverän. Hast du dich hier gefragt, warum Randolfo drei Kinder von drei verschiedenen Müttern hatte? Er wollte den stärkstmöglichen Erben und auch die Möglichkeit außerhalb der Monsterwelt erkunden. Am
Bruce und Dioros haben das Teller gedacht. Aber offenbar gab Monster und Monster stärker Kit. Meister Dolph. Dioros ist aber ja Rioi und Ushini. Sonst kann ich ja nicht. Washinga, kuno yukara kisatero. Und als ein schwächlicher kleiner Bruder ist dein Existenz bedeutungslos. Matsch dich auf dein vorzeitiges Abkleben befasst. Was wagst du für Worte in den Mund zu nehmen? Du Teufel! Nimm mich töten. Ist soweit. Oh! Okay, okay, Moment. Der hat Metallschleimritter, das war eine ganz andere Hausnummer. Da muss ich doch jetzt mal kurz innehalten und gucken, dass ich da doch ein Zauberfässer kenne oder ein Waisenelixier. Doch, Waisenelixier muss raus. Der gute Kaiser Walz, die braucht was. Jawohl. Erstmal fangen wir mit einem sanften Angriff an. Axt der Angst. Bringt nichts. Und bumm. Oh je. Sir Galahad. Abklatsch von Chrono. Ganz klar. Das war schön. Gibt's noch einen Angriff seitens des Metallschleimritters? Doppelt sogar. Gerechter Regen. Und wir powern uns auf. Und zwar so sehr, dass der gleich gehörig eine Abreibung kriegt. Ich greife nochmal ins Gepäck und werde auch hier nochmal nachrüsten. Und danach auf jeden Fall noch eins für den Ultrarotten Ereal, damit das auch gesichert ist. Erde, ja, nicht schlecht. Aber da klatschen wir lieber nochmal so ein. Rein. Ah, das ist super, ne? Wenn der Ultrarotter Ereal keinen Schaden macht. Wahnsinn. Physische Angriffe bringen da nichts. Energiestups. Nicht ganz so schön. Der gerechte Regen wäre gut. Ah, guck mal, der kriegt auch einen Doppler dadurch. Das könnte interessant werden. Wir schmoren mal. Dann gibt es auch noch einen Schlag so. Frei raus. So, der gerechte Regen wird hier niedergeträufelt. Und um das zu sichern, werde ich da auch ganz klar nochmal ein bisschen auf, ja, diesen Wert setzen, die MP da hochzutreiben. Erdspalter. Und ein Angriff. Ja, der erste Metallschleimritter ist erledigt. Schwerttanz. Lächerlich. Aber man sieht ja schon, der Größenunterschied ist schon gehörig. Zwischen Chrono und Sir Galahad. Schwören wir mal den gerechten Regen. Multi. Nochmal kommt nix, aber nun muss ich dafür sorgen, dass nicht unser Freund Chrono hier niedergerungen wird. Jawohl. Boop. Ah, das tut weh. Das tut weh. Aber der gerechte Regen, der wird's richten. Ich gehe mal so wieder in den Kampf rein. In der Hoffnung, dass wir uns da gut dran entlang kämpfen können, ohne zu viel Schaden zu nehmen. Wow! Das ist krass. Also der macht schon wirklich keinen schlechten Job. Aber noch sind wir nicht verloren. Er hat nur sein... Oh nein! Ich wollte nicht, das wollte ich nicht! Zu schnell gedrückt, verdammt! Oh, ich wollte doch wechseln. Na, ja, vielleicht haben wir Glück. Gigahieb. Och, doch nicht dahin. Der weiß aber auch anzugreifen. Der weiß genau, wo meine Schwachstellen sind. Boah. Wahnsinn. Kein gerechter Regen.
Moment, wartet mal. Doch, ne? Leopold, den machen wir so. Und dann heile ich auf jeden Fall nochmal auf einwandfreie Art und Weise unseren Freund, den Kaiser Walzi. Der bricht sein Herz und steckt erstmal einen Angriff ein. Himmelsspalter. Okay. Horrender Husten. Der ist aber auch echt horrend, dieser Husten. Der ist so horrend, dass er getötet wird. So geil, er hat tot gehustet. Das ist gar nicht mal so schlecht, ne? Der liebe Sir Leopold. Und dafür gibt's aber auch erstmal jetzt eine ordentliche Level-Aktion hier. Und wir haben es geschafft. Der ist bezwungen. Und darf sich nun auflösen. Ehre glibbert, Meister Dolph! Nee, ganz und gar nicht. Ehre gebührt nur mir. Eine der Barrieren verschwindet. Sehr schön. Das war fein. Das war sehr, sehr, sehr fein. Aber es hat uns auch ordentlich an die Grenzen unserer Kraft gebracht. Der Schrein der Macht hier im Südosten wurde tatsächlich von uns erfolgreich abgeschlossen. Ich muss jetzt aber tatsächlich nochmal gucken, wie ich denn fortan vorgehe. Weil ich brauche entsprechende Monster. Ich habe jetzt geschafft, ein paar natürlich so zu paaren, dass die jetzt aufgelevelt weiter genutzt werden. Nein, aber jetzt nicht so synthetisieren. Das bringt doch nichts. So, ich will Sven schon im ganzen Blick haben. Mal gucken, ob wir da schon was draus machen können. So, jetzt haben wir ihn nämlich hier. Den wollte ich haben. Der superbe Schleim. Den kann man nämlich aus dem Orkos und dem Sascha Lobo zusammen kleistern. Das ist doch schon mal was Schönes. Angriffsverstärker auf jeden Fall. Da, ein bisschen Shit und so. Kleriker. Mega Heilung kann der? Okay. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Mega Heilung. Gibt es nicht auch Multimega Heilung oder sowas? Ich glaube, genau da in die Richtung muss ich gehen. Nee, warte mal. Angriffsverstärker ist ja auch ganz gut, ne? Wilde Natur. Nehmen wir das mal. Ja. Ihr zwei. Geformt. Zu. Oh, ja, der sieht aber fesch aus. Wie nehmen wir den? Orkus. Keine Ahnung. Orkus Lorkus nenne ich den jetzt. Orkus Lorkus. Der ist bestimmt cool. Vor allem A-Rang, ne? Nimmt der auch den doppelten? Nicht. Okay. Damit hätte ich nicht geredet. Dann lasse ich ihn erstmal auf der Rückbank. Ich setze nochmal fort. Ich glaube, allzu viel kann ich aber jetzt nicht machen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich will es aber trotzdem nochmal kurz vergewissert sehen. Weil ich hatte mich ja eben nochmal ein bisschen abgesichert, aber ich glaube, nee, ne? Den Axt-Dinosaurier, dafür brauche ich das andere Teil erst. Boah, ich habe auch echt keinen blassen Schimmer. Keinen blassen Schimmer, wo ich den herkrieg. Vielleicht aber doch. Schmelzchen und kühles Lüftchen. Rotzelot? Ich mach das mal mit Sputum und einem kühlen Lüftchen. Dann gehe ich doch den Weg, das vielleicht so zu machen. Zack. Schwächer ist vielleicht nämlich schlecht, ne? Schunkschlag und ja, machen wir mal das hier. Haben wir die mal zusammen? Das jetzt für den Fall der Fälle, dass wir so ein Klunkerbeutelchen haben, ne? Das ist
Klunker, wie heißt der nochmal hier? Glückler nicht, denn das ist ja so ein Klunker-Ding, ja. Komm. Zack. Und dann müsste ich nochmal gucken, ob ich. Kann ich vielleicht nochmal was analysieren? Geht da noch was oder habe ich schon alle meine Karten ausgespielt? Zumindest wüsste ich dann, in welche Richtung ich gehen kann, ohne groß noch zu rekrutieren. Das ist natürlich die Frage, ob ich den überhaupt erblicke. Mann, das ist aber auch unübersichtlich wie sonst was. Das Teil kann ich natürlich hier nicht kriegen, ne? Oh, da fehlt wieder was. Da fehlt doch genau der, den ich will. Ich überlege gerade, hatte ich den schon mal gehabt? Nee. Aber den kann ich notfalls auch irgendwo herfangen. Lass mir eine Sache noch mal kurz gucken. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Schwelgerei doch nicht. Wankelmut, oder? Das ist hier gewesen. Wenn ich mich nicht irre. Aber da muss natürlich entsprechend wieder alles stimmen. Das ist immer das gebunden an die ganzen Voraussetzungen. Welche Jahreszeit, welches Wetter und welcher ganze Kack dann noch vorherrscht. Ich weiß es aber nicht. Einmal kurz den Blick hier hinwagen. Das war wenn hier vorne gewesen. Gab es hier nicht diese gelben Drachen? Ja, Sommer ist natürlich, ne? Sandsturm haben wir, aber wir haben Sommer. Deshalb, da zeigen sich die natürlich gerade nicht. Hier haben wir diese untoten Ritter. Boah, bitter. Hatte ich nicht mal diesen Gegenstand, um die Jahreszeit zu ändern? Gepäck. Ja, Portaliten und sowas, ne? Wechselwürze. Ey, ich versuch das jetzt einfach mal. Davon muss ich mal mehr irgendwo herholen. Ja, den will ich haben. Den Apparat. Damit habe ich's doch dann schon. Ist doch easy. Oh. Dann hole ich mir aber den großen Kollegen da. Habe ich hier irgendwie einen Stick to Breeze? Ey, ich gehe jetzt komplett auf Nummer sicher. Auch wenn ich ihn vielleicht kann ich ihn auch so anwärmen schon. Versuch's erstmal. Ja, also die Chancen sind schon ganz gut. Irritiert. Eine Berührung reicht, um ihn zu töten. Sir Lipo. Ach so, oh, guck mal, ich habe gar nicht. Ich versuch's mal. Kaiser Walzi, du kannst ihn hier mit einem Angriff töten. Und Amon. Wert mal ab. Mal gucken, ob das überhaupt funktioniert jetzt. Ich habe gar nicht gewechselt gehabt. Aber noch nicht getötet, direkt. Das schockt mich jetzt gerade ein bisschen. Kann ja nochmal die Runde fahren. Können wir mal so versuchen anzugreifen. Ja, der ist jetzt tot. Das könnte jetzt gefährlich werden, wenn jetzt er noch zu... Ah, wobei, der macht nicht viel... Ah, was ist das denn? Das ist doch nicht das, was ich gesagt habe. Kragt er den dahinter, aber ich hab ihm ein super krasses Stück Fleisch gegeben. Der muss eigentlich dazukommen. Der muss sich sagen, ey, ich bin dabei. Ja, der Vampir. So einen hatte ich auch schon mal. Das ist mit dem Kiefer, der Kiefer zuckt. Der Kiefer zuckt. Vam. Vam einfach. Ach komm, ist doch egal. Vam. Ja, das ist gut. Haben wir Vam? Und was wir mit Vam machen, das wüsstet ihr jetzt gern, ne? Das würdet ihr jetzt gern wissen, was wir mit Vam machen. Das werdet ihr sehen. Was ich mit Vam mache, zeig ich euch. Und zwar können wir erstmal zurückgehen hier. Gehen wir mal zurück mit Vam. Komm, gehen wir mal. Ach, Vam, komm. Das zeige ich euch.
Und zwar beim nächsten Mal, denn hier in diesem Raum muss man Folgen starten und beenden. So geht's nicht anders. Und das ist eigentlich das war's. Bis zum nächsten Mal dürft ihr mal eine Kommentarzeilzeichnung eurer Art präsentieren. Liken, saftig. Abonnieren, falls ihr die geschehene Glocke aktiviert, wenn ihr das nicht mehr verpasst. Und das nächste Mal wieder einschalten, wenn es weitergeht bei Dragon Quest Monsters 3. Bis dann, auf Wiedersehen und bye bye.